Ein Schneemann, der Gotham City terrorisiert, und ein dynamisches Duo, welches noch an der Dynamik zu feilen hat. Was sich beim ersten Hören wie eine Zusammenfassung des 1997 erschienenen Films Batman und Robin anhört, ist tatsächlich meine Zusammenfassung einer der aktuellsten Publikationen des DC Comics Verlages. Kurze Anmerkung zu Beginn: keine Eiswitze, Batnipple oder Comedy-Humor von George Clooney und Chris O'Donnell enthalten. Hey Bruce. Oh hey Dick. Weißt du noch damals, 97, unser großes Kinodebüt mit Schwarzenegger und Clooney? Stimmt, das waren gute Zeiten. Das waren unsere Glanzzeiten. Ja, mit Mr. Freeze. Mehr like Mr. Sneeze. Obwohl der Sommer aktuell Einzug hält, widmen wir uns heute der kalten Jahreszeit und einem Batman-Schurken, welcher meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Dr. Victor Fries, aka Mr. Freeze. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es auch mit dieser Rezension, dem ein oder anderen das Bild des blau angemalten Arnold Schwarzenegger aus dem Kopf zu treiben. Aber immer der Reihe nach. Die Serie One Bad Day ist eine Reihe an abgeschlossenen Geschichten über einen der größten Gegner des Dark Knight. Damit haben wir schon einmal einen gewaltigen Unterschied zu aktuellen Serien der DC-Reihe, welche eine gewisse Kontinuität aufbauen. Somit sind sie auch super für Comic-Einsteiger, da man sich nicht mit irgendwelchen Handlungssträngen auseinandersetzen muss, um die Geschichte zu verstehen. Begonnen hat das Ganze im Februar mit Edward Nigma, alias der Riddler, und ging weiter über Schurken wie Two-Face und den Pinguin. Mit Mr. Freeze haben wir nun die vierte einzelne Handlung über einen Bat-Schurken. Hey Robin. Gott, ist das warm. Haben wir was zu trinken? Klar, Wasser. Wasser? Ja. Ich brauche doch schon was Härteres. Ich habe noch Eis. Komm, irgendwo lass! Der Band an sich kommt im leicht größeren A4-Format und als reine Hardcover-Band daher. Eine Paperback-Version dieser Reihe erscheint nicht. Die 76 Seiten lesen sich recht flott weg, sind aber meiner Meinung nach genau die richtige Anzahl für eine Graphic Novel dieser Preisklasse. Diese beträgt nämlich 18 Euro. Eine Ausnahme sind natürlich die Variant-Cover-Varianten, welche 5 Euro mehr kosten. Das Ganze wurde mir gestellt vom Panini Verlag, daher ein großes Dankeschön meinerseits. Natürlich könnt ihr den Band dort erwerben, genauso gut aber in jedem Buchhandel oder Comicladen eurer Wahl. Die Handlung setzt an einem Punkt ein, in dem Batman und Robin, in diesem Falle Richard Dick Grayson, erst seit kurzem als Duo zusammenarbeiten. Es ist kurz vor Weihnachten und nicht nur Robin, sondern auch der immer so mürrische Batman sind der Meinung, dass es mindestens einen aus der breit gefächerten Schurkengalerie gibt, welcher sich zum Guten ändern kann. Die Rede ist hierbei von Dr. Victor Fries, welcher durch einen Unfall in einem Kryogenlabor zum Schurken Mr. Freeze wurde und seine Frau Nora einfror, um diese vor einer Krankheit zu retten. Kurzerhand und nach etwas Detective-Arbeit von Batman, um ihn aufzuspüren, beschließen die beiden Verbrechensbekämpfer, Freeze in einem von ihnen überwachten Labor forschen zu lassen. Nachdem diese Aktion gewaltig nach hinten losgeht und Freeze das Labor dem Erdboden gleichmacht, beschließt Batman aggressiver gegen ihn vorzugehen. Robin hingegen ist anderer Meinung und versucht weiterhin, in ihm das Gute zu finden. Der finale Showdown unserer drei Hauptfiguren findet auf einem Boot in den Gotham Docks statt. Während sich Batman Freeze vornimmt, findet Robin dessen eingefrorene Frau Nora auf besagtem Boot. Letzterer schafft es auch nicht nur Freeze zu besiegen, sondern auch an seinen Verstand zu appellieren. Freeze wird nach Blackgate gebracht, Nora sicher und klug gelagert und mit Freezes Forschungsergebnissen, welche er Robin zuvor offenbarte, ist nun ein Weg gefunden, Medikamente und Impfstoffe sicher und gekühlt an jeden auf der Welt zu liefern. Letztlich ist es für alle ein Happy End. Sogar für Freeze. Hey Robin! Ja? Wie nennt man einen Einbrecher auf dem Eis? Wie? Ein Eisbrecher! Als Autor fungiert hier Gary Duggan. Bevor dieser in die Tasten haute, um Handlungen zu schreiben, arbeitete er im Golden Apple Comics, einem bekannten Comicladen in Los Angeles. Er schrieb hauptsächlich für Marvel. So verfasste er von 2012 bis 2015 die komplette Deadpool-Reihe und darüber hinweg. Aber auch die Guardians of the Galaxy schickte er auf mehrere Abenteuer. DC-bedingt verfasste er die limitierte sechsteilige Serie Arkham Manor, welche die Arkham-Insassen nach Wayne Manor umquartiert. Den Zeichenstift schwang Matteo Scalera. Der italienische Zeichner ist, anders als Duggan, im Bereich DC durchaus bekannt.
Er zeichnete unter anderem diverse Variant-Cover und die Illustration des Batman-White-Knight-Bandes Harley Quinn. Dadurch, dass die Handlung im Winter spielt, werden die dunklen Zeichnungen aufgehellt und der Kontrast spiegelt sich in diesen wider. Aber auch warme Bilder wie diese Szene hier im Aufenthaltszimmer des Wayne Manor geben ein wohliges Gefühl. Dazu nehmen wir noch den in der zweiten Hälfte der Handlung auftretenden Sunsuit und wir haben einen angenehmen Mix aus warmen und kalten Illustrationen, welche sich abwechseln. Hey Bruce! Ja? Ich war mit Jason draußen. Einen wollte bei Eis baden, aber bekam leider kalte Füße. So wie immer. Weißt du, damals mit dem Joker, da bekam auch kalte Füße. Die drei Hauptfiguren wurden ja bereits mehrfach genannt. Der dunkle Rächer Batman und sein Rotkehlchen Robin, sowie der Kryogenschurke Mr. Freeze. Besonders die Dynamik der beiden Helden ist hier hervorzuheben. Dadurch, dass Batman und Robin noch nicht lange gegen das Verbrechen gemeinsam vorgehen, hält die Fledermaus das Rotkehlchen noch arg zurück. Was sich aber nach getaner Mission ändert. Hier erkennt man auch die väterlichen Züge, welche Bruce Dick entgegenbringt. Zu Freeze als Schurke sei gesagt, dass wir seine Origin-Story noch einmal erleben. Wir begleiten Victor Fries und dessen Frau Nora, wie es zum Ausbruch ihrer Krankheit kommt und folglich auch zu dem Laborunglück, welches Fries zum traurigen Schurken machte, welcher er nun mal ist. Ein Schurke, welcher zwischen anderen wie Riddler, Joker und Scarecrow gerade dadurch heraussticht und, wie wir hier erkennen, auch seine gute Seite nicht ganz zugefroren hat. Nebenfiguren bilden hier natürlich der Butler Alfred Pennyworth, welcher den beiden Verbrechensbekämpfern zur Seite steht und, wenn man ihn als Nebencharakter ansehen will, Matches Malone. Auch wenn dieser nur ein alter Ego von Bruce ist, um sich in der Unterwelt Informationen zu holen, zähle ich ihn als eigenständigen Charakter, welcher in neueren DC-Comics keine Verwendung mehr findet. Andere bekannte Figuren, wie der normalerweise auftretende Commissioner Jim Gordon und Lucius Fox, treten tatsächlich nicht auf. Abschließend kann ich Batman One Bad Day Mr. Freeze mit einem Lächeln jedem empfehlen, welcher nicht nur ein DC- und Batman-Fan ist, sondern sich auch an die Comics oder allgemein an die Fledermaus ranwagen will. Die in sich geschlossene Handlung in der Tradition von The Killing Joke, ja, daher rührt by the way auch der Name, ist etwas für alte und neue Leser und bringt uns einen der coolsten und missverstandensten Batman-Widersacher etwas näher. Die Zeichnungen runden das Leseerlebnis hier für mich ab. Alles in allem gelungene und gut investierte 18 Euro für das heimische Comicregal. Das war euer Otto aka der Rezensionist und damit bis zum nächsten Video. Kennst du schon den? Batman! Halt die Schnauze, wenn ich noch einen perfekten Eisjoker höre, schlag ich dir die Fresse bloß.